Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem kurzen Video. Und worum geht es hier? Es geht im Hintergrund den Porsche 918 und ja, es geht um den 20. Scheunenpfund. Einige von euch werden sicher dasselbe Problem haben wie ich. Und zwar, wenn man hier rausgeht, wieder aus der Drohne und ja, rüber in Richtung Fortschritt, dann sehen wir hier, wenn man auf die Statistik sehen, Fortschritt insgesamt 99,9%. Ja, wo ist denn das eine blöde Prozent geblieben? Das Ganze hat einen gewichtigen Grund, und zwar, ich habe schon erwähnt, und zwar geht es hier um den Scheunenfund. Und zwar, wenn wir hier hintergehen auf Entdeckungen, wir haben 19 von 20 Scheunenfunde offen. Der Scheunenfund wird in den Spiel reinkommen und ich weiß auch wann, und den werde ich euch jetzt sagen. Und ja, ihr müsst einfach nur, wenn ihr herausgeht, zeige ich das mal schnell, hier auf die Erfolge gehen, dann meine Erfolge anzeigen, dann werdet ihr zu Social rübergeholt. Hier sind wir jetzt auch, dann wählt ihr dementsprechend das Spiel aus. Wir sind hier in Forza Horizon 3 unterwegs, da gehen wir mal kurz rein und dann scrollen wir mal ganz weit nach unten. Also wir sind wirklich ganz nach unten und ja, dann können wir auch schon herausfinden, welches Auto es ist, beziehungsweise welches Auto es nicht ist, was im Scheunenfund sein wird. Und zwar, wenn man hier sind die ganzen, die ich noch brauche. Ja, sind noch einige. Aber ja, darum soll es nicht gehen. Und zwar hier sieht man schon mal im nächsten Forsaton, das sieht man auch schon im Spiel, da muss man mit dem DB5 eine Meisterschaft gewinnen, um den Porsche 911 Turbo 3.3 zu kriegen. Das beginnt am 28.04., endet am 1.05. Okay, ist der nächste Forsaton, sieht man bereits im Spiel. Aber, und jetzt haben wir es hier ganz unten, gewinnen Sie ein Rennen in einem Porsche, meine Rennen von Gerücht zu erhalten. Das Ganze beginnt am 5.05. und endet am 8.05. Das heißt, in 14 Tagen, ich versuche das Video, dass ich es noch so schnell wie möglich rauskriege. Genau, das ist in ungefähr 14 Tagen. Dort wird der Scheunenfund freigeschalten und ja, wo wird sich der Scheunenfund befinden? Mir ist nur noch eine Scheune in dem ganzen Spiel bekannt, dass die noch nicht entdeckt wurde. Wenn ihr hier so schaut, wir stehen hier in der Nähe vom Outback, ja, Outback Festival Gelände. Wenn man hier genau rüberfährt, hier ganz gerade, hier so einmal umgedreht, dann seht ihr da hinten so ein, ja, so ein Baumunternehmen, so ein Gebäude. Und wenn man hier hinterfährt, so, da geben wir einfach mal Vollstoff. Ui. So, und dann befindet sich hier eine Scheune. Und die Scheune, die haben wir noch nicht. Und das ist auch die letzte, die ich noch im Spiel weiß, die noch nicht aufgedeckt ist. Drei waren es insgesamt, sofern, also laut meines Wissens stand, das ist hier die letzte. Und wenn man hier jetzt reingehen in den, wo haben wir es denn? Horizon Promo. Und dann zurück zu Porsche. Da fehlen nur noch zwei Autos, beziehungsweise bei mir glaube ich nur noch einer. Und zwar genau, der Kollege hier, der Porsche 356A Speedster. Den haben wir schon im Spiel, den habe ich in der Garage, aber der wird dann höchstwahrscheinlich ans Scheunenfund kommen, denn dem Porsche 911 3.3, der wird ja bereits nächstes Wochenende kommen, im Vorsaturn. Drum bleibt nur noch der Kollege über, also der wird unser berühmter Scheunenfund werden. Und ja, so viel zu dem Video, mehr war es das eigentlich gar nicht. Wollte euch da einfach nur ein bisschen auf den neuesten Stand bringen zum 20. Scheunenfund, zum Erreichen der 100% Marke. Also nicht wundern, wenn ihr hier bei Fortschritt nur 99% habt, ihr könnt aktuell nicht mehr kriegen, weil einfach noch hier der eine Scheunenfund fehlt. Nichtsdestotrotz, Anfang, Mitte nächstes Monats werdet ihr die 100% wieder voll haben. So viel dazu und ja, für mich bleibt wie gesagt nur die eine Scheune hier als Möglichkeit über, mehr gibt es da nicht. Und ja, wenn man auch mal hier, so, okay, jetzt hat es mir das schon rausgeschmissen, ist egal. Wenn man den ganzen Erfolg hier in Forza Vertrauen schenkt, wird das eben am 5. bis 8. hier ins Spiel reinkommen und dementsprechend dann die 100% wieder machbar sein. Das war's aber wieder schon von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich ein Däumchen nach oben, so wie ein Abo wäre super. Ich bin aber raus. Ciao, Leute.